Wir schauen uns das Video an von Kayla Shikes. Germany Next Top Model ist schrecklich und sollte abgesetzt werden. Generell Kayla Videos, ich liebe sie. Also nicht Kayla, sondern ich liebe die Videos. Ich finde die sehr sympathisch. Auch Kayla natürlich, aber ich finde auch die Videos auch gut gemacht. Die haben halt so einen bestimmten Humor, die ist sehr eigen. Ich mag die Videos einfach. Und Kayla ist auch sehr gut im Roasten. Kayla ist sehr gut im Leute fertig machen. Und dementsprechend, Abfahrt, let's go rein ins Video. Hallo. Prost. Das wird ein heikles Video, oder? Warum wird es ein heikles Video? Es geht um eine verfickte TV-Show. Aber ich weiß jetzt schon, dass so viele schreien. Ich muss übrigens sagen, ich habe keinen Plan, was da abgeht. Also ich weiß, dass irgendwann mal so Diversität mit reingebracht werden sollte. Dass irgendwie so ältere und dickere Menschen da rein sollten. Aber ich check's halt nicht, warum. Weil wie willst du eine sehr alte Frau oder eine alte dicke Frau, ich weiß nicht, wer da mitmacht, oder eine Transfrau mit zum Beispiel einem 19-jährigen standardhübschen Küken vergleichen. So. Also der Vergleich hinkt irgendwie so ein bisschen. Deswegen habe ich nicht gereiht, warum die es machen, aber naja. GNTM wird so unfassbar glorifiziert. Achso, hallo erstmal. Willkommen auf meinem Kanal. Shalom. Kayla Shikes, falls ihr mich noch nicht kennt. Falls ihr mich kennt, tut mir leid. Ich bin ehrlich, ich habe vor Jahren aufgehört, GNTM zu gucken. Einfach weil, kann man sich den Scheiß wirklich geben? Top-Einschaltquoten. 26% Marktanteil. Not bad. Es ging nur noch um Streit, Drama, Heulen. Außerdem kam ich mir vor, als würde ich eine krasse Assi-Reality-TV-Show gucken. Ist es doch auch, oder nicht? Also, hä? In diesem Video bespreche ich, warum ich denke, GNTM hätte vor fucking Jahren abgesetzt werden sollen. Heidi Klum? Das ist kein persönlicher Angriff, weil ich bin mir sicher, sie ist nicht privat so, wie sie vor der Kamera ist, sondern das ist so ihre TV-Personality, aber die TV-Personality, Heidi Klum, wie kann man sich sie geben? Sorry, ich finde sie so unnormal nervig, ich kann ihr nicht zuhören. So wie sie mit den Mädels redet und so, Junge, anstrengend. Wirkt auch nicht aus... aus diesem Junge anstrengend kann man so ein perfektes Meme bauen. Mädels redet und so... Das hier, das könnte ein perfektes... Junge, anstrengend. Junge, anstrengend. Wirkt auch nicht authentisch, es ist alles ein bisschen viel. Viel für meine Seele. Ich habe mich immer gefragt, warum nervt sie mich eigentlich so? Vielleicht, weil sie so wegen ihrer Stimme, wie sie redet. Und dann habe ich irgendwann gehört, dass es ein Gerücht gibt, dass sie unnormal viel kokst. Hey, machen das sie alle im Fernsehen? Also, es würde mich jetzt halt nicht wundern, so, ne? Also, es gibt viele Leute im Fernsehen, die koksen. Das hat Sinn ergeben. Vielleicht ist es einfach das, was mir so ein bisschen so ein Eye-Twitch bei ihrem ganzen Verhalten gegeben hat. Ich weiß es nicht. Boah, ich weiß auch nicht so, wie Microdosing Kokain zum Beispiel ist. Weil es gibt ja Leute, die machen so Microdosing, so ganz so Mini-Löffelchen. Und dann sind die halt so ein bisschen selbstbewusster, so ein bisschen wacher, so ein bisschen so, ne, einfach so steigert das Selbstwertgefühl ja auch einfach so richtig krank, Kokain. Das ist, Digga. Ich will euch nicht empfehlen, das zu tun. Ich will nur, frag mir nur, wie ist das, Digga? Ich bin so ein Drogen. Weil ich glaube, so Microdosing machen extremst viele Leute im Fernsehen. Und ich bin so ein Schnüffel und ich so, da ist irgendwas im Busch. Nein, keine Accusations, vielleicht ist sie absolut clean. Boah, Digga, das könnte jetzt aber auch schon, also sie tut so, als wenn es halt so wäre. Also wenn es so 100% safe ist. Das könnte rechtlich kritisch sein. Das dazu. Fangen wir damit an, dass das ganze Erfolgsprinzip dieser Sendung Bodyshaming, generelles Shaming, Judgment ist. Das sind die Fundamente dieser Sendung. Klar, man kennt diese ganzen Casting-Model-Sendungen, aber eigentlich kennt man die meisten noch so von früher, von fucking MTV und die wurden längst abgesetzt aus dem Grund. Menschen lieben es, wenn sich Leute streiten. Nur wird es da so dargestellt, als wäre es keine Reality-TV-Show, wo es darum geht, sondern als wäre es eine Show, wo wirklich nach Models gesucht wird. Ich will jetzt nicht VIP. Ja, die tun immer so, als wenn es jetzt eine Modelsendung wäre, aber es ist Reality-TV, Punkt. Promi-mäßig klingen, aber ich habe ja schon mit einigen Models von GNTM mich ausgetauscht. Ich bin im Game. Jedes Mal habe ich das Gleiche gehört. Ich wurde absolut nicht so dargestellt, wie ich eigentlich war. Uns wurden Sachen in den Mund gelegt. Ja, halt wie bei jeder Reality-TV-Show, ne? Es wurden sehr bestimmte Narrative ausgelegt, wer der Böse sein soll, obwohl es in der Realität vielleicht überhaupt nicht so war. Aber es wurde so geschnitten, es wurden extra solche Fragen gestellt. Ihr müsst wissen, bei diesen ganzen Interviews, ich habe ja selbst schon ein paar Sachen gedreht, diese Interviews, wo die da sitzen, der Name eingeblendet wird und die dann sagen, warum ich denke, dass Paula nicht Germany's Next Topmodel, sondern Germany's Next Bitch wird? Ich habe da einige Antworten. Erstens, sie stinkt aus dem Mund wie eine Ratte. Hallo, ich bin Kaylas Cutterin und das ist heute mein Look. Da sitzt hinter der Kamera eine Realisatorin, die hat ihre Fragen und die weiß, was sie erreichen will. Ja,
Übrigens, sie wurde bezüglich Ninja Warrior auch interviewt. Und wir haben 2 Stunden Interview fast geführt. Also ich glaube Stunde 45 oder sowas war es. Stunde 45 hat dieser Mann mich befragt. Er war super nett. Man hat ihm so richtig anvertraut, aber es war auch seine Masche. Ich wusste so, na, nicht mit mir, mein Junge. Bedeutet, ich habe immer darauf geachtet, okay, ich sage jetzt Sätze, die man so gut es geht nicht aus dem Zusammenhang schneiden kann, sondern einfach nur, ja. Und manchmal, wenn ich einen Satz gesagt habe und bemerkt so, oh, ich komme in so eine Richtung, die ist nicht gut, habe ich mir extra so verhaspelt. Ich fange den Satz mal neu an. So. Weil ich wusste, okay, ihr schneidet mich jetzt bitte nicht so beschissen. Klar, vielleicht könnt ihr auch alle meine Verhaspler jetzt reinschneiden. Aber ja. Sie realisiert, was der Producer, der Regisseur, was auch immer will. Und wenn der sagt, ja, wir wollen hier diese ganze Mini-Spannung, die es zwischen diesen beiden Mädchen gab, komplett maximieren, dann kriegt es die Realisatorin hin, wenn sie eine gute Realisatorin ist. Naja, also die Leute wissen, wie sie Fragen stellen können, wie sie wissen, wie sie die Antworten bekommen, die sie wollen. Weil dann stellt sie ganz bestimmte Fragen wie... So, Sarah, sag du mir doch mal jetzt gerne, warum du es mehr verdient hast, Topmodel zu werden als Bertha. Und sag auch gerne, warum du ein besseres Model bist als Bertha. Und auch gerne noch, warum Bertha eine absolute Zicke ist. Und nicht vergessen, die Frage musst du in deiner Antwort aufgreifen. Und dann sagt man immer sowas, ich finde Bertha ist ein schlechteres Model als ich, weil ich bin da und da besser, bababa. Und dann klingt es halt unfassbar sass. Also es klingt dann unfassbar unsympathisch. Bei diesen O-Tönen muss man die Frage wiederholen. Das sagen die dir. Wiederhol die Frage in deiner Antwort. Ja. Immer so, ich finde, dass ich besser bin als Bertha, weil XY. Also sag, ich denke das und das, weil. Das heißt, immer wenn ihr diese Sachen seht, sprechen die nicht einfach so, weil ihr hört nicht, was die Realisatorin fragt. Das wissen viele nicht. Und wenn das alles gut zusammengeschnitten wird, kann die eine wirken wie die größte Fotze im Universum und die andere wie ein Engel, obwohl es wahrscheinlich nicht so war. Es war mir schon klar, dass da einiges verdreht wird, aber dass wirklich so in jeder Staffel Villains ausgesucht werden. Ich weiß, für uns ist es entertaining, aber es ist so scheiße für die Mädchen. Stell mal vor, ihr geht in eine Show, um Model zu werden und ihr kommt da raus und werdet einfach nur von allen gehasst und alle denken sich so, oh, du bist voll die Fotze. Ist ja richtig scheiße. Es ist halt leicht, das so als Entertainment zu sehen und als einfach eine Show, aber es ist ja wirklich deren Leben. Das beste Beispiel dazu ist die Situation mit Liana, hieß sie, glaube ich. Vor Germany's Next Topmodel war ich ein extrem selbstbewusster und offener Mensch. Ich bin eigentlich durchs Leben gegangen und habe an allem was Positives gefunden, habe immer meine Meinung gesagt und habe mich immer für andere eingesetzt. Okay, da habe ich nichts mitbekommen, was da passiert ist. Und hatte eigentlich nie ein Problem mit meinem Selbstwertgefühl. Ich habe die Staffel auch nicht gesehen, aber diesen ganzen Hass habe ich mitbekommen. Also sie hat ja auch ein Interview mit ZDF gemacht, soweit ich weiß, in dem sie erzählt hat, dass sie Morddrohungen bekommen hat. Es gab Instagram-Seiten, Hunderte, die erstellt wurden, mit Fotomontagen von mir, mit Bildern, die verzerrt wurden. Was mir auch riesen Angst gemacht haben, waren dann Morddrohungen, die ich bekommen habe. Solche Sachen wie, schlag dir die Fresse ein, wenn ich dich sehe, oder wenn ich dich töten würde, dann würden das Millionen von Menschen auch noch abfeiern. Meine Adresse wurde dann im Internet geleakt und ich hatte immer eine Route, die ich gelaufen bin mit dem Hund und die bin ich dann gelaufen und dann habe ich schon gemerkt, dass Jugendliche mich verfolgen, habe ich mir jetzt erstmal nichts bei gedacht, die haben mir dann Beleidigungen hinterher geworfen, aber so traurig das klingt, das war für mich in dem Moment schon Alltag geworden. Bruder, Alter, das ist so krank, Alter. Also, und das halt, weil sie bei Germany's Next Topmodel als wahrscheinlich die Zicke oder sowas dargestellt wurde oder was auch immer und was auch immer, also, ne? Natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie sie war oder wie sie ist, aber, Bruder, selbst wenn du einen richtig ekligen Charakter hast, ist sowas halt scheiße, Alter, also, what the fuck? Dieses Showbusiness ist so abgefuckt. Und als ich aber dann nach Hause gelaufen bin und zu Hause dann war, standen die auf einmal vor meiner Tür. Und die haben dann sowas gebrüllt. Guck mal, in solchen Momenten check ich Leute, die einfach Leute wegen Hausfriedensbruch in die Fresse schlagen. Weil das ist doch so, es ist doch so unfassbar uncool, Digga. So, wenn jemand so mich so richtig permanent nerven würde, sowas, ich kann Leute so hart nachvollziehen, die einfach sagen, ja komm, ich boxe jetzt einfach in den Maul. Also, klar sollte man das mich nicht mit Gewalt lösen, aber ich kann es verstehen, warum man diese Gedanken hat und warum man es tut sogar. So, weil, oh, so, Digga. Angriff in die Privatsphäre ist so mies. Wie von wegen, komm raus, du Schlampe, du Hure, du wirst es schon noch sehen. Dann verstehst du auch Drachenlord. Ja, das Ding ist, guck mal, in solchen Drachenlord ist halt
ein Ticken weiter selber schuld, weil er hat seine Adresse selber geleakt. Er hat gesagt, komm vorbei. Er hat die Leute extra provoziert, dass sie vorbeikommen. Also er hat gesagt, dann komm mal vorbei, dann schlage ich dir die Fresse ein. Und das hat er im Stream gesagt. Deswegen, er hat es halt so hart geforst, dass es passiert ist, ne? Ich da klar auch irgendwie Mitleid habe, aber irgendwie nicht so, ne? Das ganz schwierige Thematik mit Drachenlord da. Aber sie will das ja nicht. Sie hat ja nie ihre Adresse selber gesagt und sowas. Ist einfach beschissen, Digga. Einfach beschissen. Der schlimmste Moment für mich war... Bruder, wird das Video irgendwie lauter? Als ich Giftköder in meinem Garten gefunden habe, die darauf abgezielt haben, meinen Hund zu vergiften. Digga, ab dem Zeitpunkt, wo sowas passiert und man wüsste, wer das war, natürlich soll man Dinge nicht wie Gewalt tun. Ich könnte es so hart verstehen, wenn man einfach sagt, ja, okay, die einfach so hart eine in die Fresse. Es tut mir leid. Also, klar sollte man die Leute wegsperren, ne, dass einfach die Polizei sagen, ey, ne, kümmert ihr euch drum. Am besten wäre eigentlich ein öffentliches Video gegen diese Leute machen. Also, weil ich weiß gar nicht, wie viel Strafen man bekommt, wenn man zum Beispiel einen Hund vergiftet. Weil es zählt ja als Sachbeschädigung einfach. Weil der Hund wird ja als Sache dargestellt. Auch wenn man diesen Hund über alles liebt. Es ist eine Sache für den Staat. Und wenn man dann einfach ein öffentliches Video macht, diese Leute versuchen, diesen Hund zu vergiften. Ihr seid Tiermörder oder habt versucht, Tiermord zu begehen und sowas. Dieses Gesicht verbreiten wir überall im Internet, dass ihr auf euer fucking Leben oder im nächsten Jahr nicht mehr glücklich werdet. Das ist, glaube ich, das fast das Beste, was man machen kann. Das ist so abgefuckt. Weil ich liebe meinen Hund über alles und selbst wenn ich ein ganz furchtbarer Mensch wäre, könnte mein Hund ja nichts dafür, dass er mein Hund ist. Und wenn ich den nicht gefunden hätte, wäre er jetzt einfach nicht mehr im Leben. Und wenn ich darüber nachdenke... Tiere zählen seit ein paar Jahren nicht mehr als Sache. Ah, okay. Jetzt wäre aber trotzdem, ich glaube, einen Hund zu vergiften, ich glaube, du könntest sogar noch mit einer Bewährungsstrafe davon kommen. Je nachdem, wie vorsichtig es war, wie böswillig du bist, ob du vorbestraft bist und sowas. Vielleicht kommt man sogar ohne Knast davon. Ich denke, ja, kann ich jedes Mal wieder weinen. Nur weil sie bei GNTM war und auf eine gewisse Art dargestellt wurde. Also klar, sie wurde halt als Zicke dargestellt vielleicht und sowas, ne? Und vielleicht wirkt sie sehr unsympathisch, aber jetzt gerade zum Beispiel wirkt sie unfassbar sympathisch. Ich weiß halt nicht, wie Germany's Topmodel sie geschnitten hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Und ich weiß nicht, wie viel Verantwortung da... Auch bei anderen Leuten, zum Beispiel so Leute wie Aline Bachmann, Drachenlord oder auch hier diese Christine Okpara oder sowas, ne? Das sind halt teils unsympathische Menschen, so klar, keine Frage. Aber es gibt halt Grenzen so. So, du kannst Aline Bachmann scheiße finden. Du kannst auch ihr schreiben, dass du sie scheiße findest. Aber dann irgendwann hört es halt auf. Irgendwann hört es auf, ab dem Zeitpunkt, wo man vor ihrer Haustür steht. Nee, da ist halt vorbei. Das ist nicht okay. Auch ich habe auch letztens ein Video gesehen, wo jemand 24 Tim so in der Stadt gesehen hat und hat gesagt, du Hurensohn, du Huren. Ja, Dicker, was ist denn das für ein Verhalten? Was ist das denn für ein Verhalten? Was für ein... Ah, Schmutz, Alter. In solchen Situationen bin ich so fucking froh, einfach das Privileg zu haben, dass ich ein fucking Mann bin. Weil ganz zur Not hau ich Leute auf Fresse. Also natürlich sollte man Leute sowas nicht machen, ne? Aber wenn jemand jeden Tag vor meiner Tür steht und Polizei nichts machen kann, sowas, muss man halt irgendwann selber irgendwas tun, damit Dinge besser werden. Ne? Also ich habe halt die Möglichkeit, Leute aufs Maul zu hauen. Und sie halt nicht, wenn irgendwelche Typen vor ihrer Tür stehen, so, ne? GNTM übernimmt. Also nochmal, um das mal in Perspektive zu bringen für euch. Jemand geht zu einer Modelshow und geht raus als meistgehasste Person Deutschlands. Das dazu. Der erste Rant ist vorbei. Aber durch meine eigene Dreherfahrung weiß ich halt, wie anders Dinge dargestellt werden. Ich war einen Monat in der fucking Mädchen-WG, ich war 14. Und da wurde so viel ganz anders dargestellt, als es war. Aber bei der Mädchen-WG muss man sagen, die dürfen die Kinder nicht richtig scheiße darstellen. Das können die nicht verantworten. Selbst wenn ein Kind richtig beschissen wäre, können sie es nicht so darstellen, als wenn es das übertriebene Drecksblag wäre. Weil ZDF da auch noch eine Vorbildfunktion auf jeden Fall hat und ZDF ja auch nicht so ist wie ein Privatsender. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es bei einem Programm ist, was wirklich darauf aus ist, das zu tun. Weil die Mädchen hier ist nicht darauf aus. Sie wollten nur Friede, Freude, Eierkuchen immer. Aber bei GNTM machen die ja das Gegenteil. Momente, für die Heidi in die Hölle kommt. Okay, jetzt kommt mein Lieblingsteil des Videos. Nein, das ist so böse. Weil das tut mir halt am meisten leid. Und ich denke mir so, diese Videos existieren, die ganzen Folgen sind noch da. Jeder kann sie sich ansehen. Aber die Sendung läuft noch. Kuckuck. Geldgeber. Oh, die machen ja auch das Geld. Die das Geld geben. Da gibt's ja keine Moral.
Okay, ich check den Punkt gerade noch nicht so ganz. Wir sehen uns jetzt ein paar Ausschnitte von den letzten Jahren von GNTM an. Vieles davon ist nicht lange her. Jetzt ist es die Top-Vorzeigesendung für Diversity und Akzeptanz. Das kommen wir auch gleich. Jetzt erstmal ein paar Clips. Um ehrlich zu sein, war ich zu faul, um das wirklich aus den Folgen rauszufinden, weil ich müsste alle Staffeln und alle Folgen angucken, um diesen einen Moment zu finden. Deswegen habe ich bei TikTok Clips gefunden, vielen Dank. Boah, bei TikTok habe ich auch schon ein paar Clips gefunden von GNTM. Bruder, die haben da Bodyshaming betrieben des Todes, Alter, das ist krank. Dank an Trash TV Love, dass du so viel repostet hast. Vielleicht schneide ich es noch rein in guter Qualität. Vielleicht. Mm-mm. Not today. Wir haben uns auch diese Woche über Fitness unterhalten, übers Essen. Wir haben ein Gespräch gehabt. Bruder, wenn sie jetzt sagt, dass sie zu fett ist. No, also nein. Chat, das ist schon eine dünne Person. Wenn die jetzt raushören, ja, du bist halt zu fett. Was ich auch sehr gut finde, dass du mehr Fitness machst. Und deswegen müssen wir jetzt sehen, wie du dich verbessert hast. So, jetzt wirst du hier von zwei Juroren bemessen. Ja, hätten Frauen machen können, sie, also die messen, ne? Also hätte nicht so ein Holger machen, der mit so einer Cap angelaufen kommt. Hat er eine, ja, so eine, das ist ein richtiger Holger, Alter. Hätte auch eine Frau machen können, aber... Ich dachte, alles wäre eine gute Idee, dieses Mädchen jetzt auf nationalem TV Pro7 auszumessen und zwei erwachsene Männer gehen dann zu dieser 18-Jährigen oder so hin und messen zusammen ihre Hüfte aus. Also ja, ich sehe die Problematik hier. Wie abgefuckt ist das bitte? Katastrophe. Ich würde wirklich in dem Moment tot umfallen, glaube ich. Ich würde rausrennen. Weil ich finde, das muss auch mal belohnt werden, wenn einer so viel übt und macht und tut. Weißt du, wie ich meine? Bruder, es ist... Digga, die hat kaum was an. Ja. Und die gucken halt sich auf den Arsch. 90, jetzt. 100. Irgendwas stimmt da nicht. Nein, weil ich habe dich ja gefragt und sie hat gesagt, sie schwimmt jetzt dreimal die Woche und macht Exercise und, ja, und lässt die leckeren Süßigkeiten weg und so weiter. Deswegen wollte ich mich jetzt eigentlich mit dir und allen anderen freuen und, ja, sagen, hey, wir ändern jetzt deine Karte, weil vorher war 98 eigentlich schon eine hohe Zahl. Ja. Bitte was? Ich habe jetzt kein perfektes Maßband hier. So, wir messen jetzt meine Hüfte, Digga. Ja, es geht mit dem Ding auch, es ist nicht so perfekt, klar. Klar, mit Hose und so, deswegen ziehen wir nochmal 5 cm ab oder sowas. Oder, ne, aber... Muss ich mal Arsch oder Hüfte? Hüfte, ne? Hüfte, also da, wo der Knochen ist, ne? Ja, da haben wir halt eine... Also Arsch oder Hüfte? Ach ne, hier. Hier muss ich. Hier haben wir eine 111. Und ich sag mal so, ich habe letztens mein... Na, natürlich kann man mich nicht jetzt vergleichen mit einer Frau so, ne? Aber mein Körperfettanteil laut meiner Fitness-App ist exzellent. Also ich habe mich halt messen lassen, Körperfettanteil, und da steht exzellent. Exzellent, sehr athletisch steht bei meinem Körperfettanteil. Klar, ich bin's Mann, diese Frau, ne? Aber, Digga, wo ist denn 104? Was ist denn ihr scheiß Problem, Alter? What the fuck? Was hat das für ein... Also, wenn das jetzt eine 14-Jährige sieht, die zum Beispiel 103 hat, was ja einfach nicht viel ist. Denkt sie sich, oh nein, ich muss jetzt abnehmen, ich muss jetzt weniger essen, ich darf jetzt keine Süßigkeiten mehr essen. Ne, weil Heidi sagt, ja, das ist ja schon eine hohe Zahl. Ja, fuck you, Heidi. Ja, weiß ich auch. Deswegen bin ich jetzt... Außer sie macht Sport, natürlich nimmt sie mit dem Ass zu. Habt ihr mal Sportlerinnen gesehen, was sie für einen fetten Ass haben? Also, du kriegst einen größeren Ass, wenn du Sport machst, doch gut. Ich bin geschockt, dass da jetzt 100 steht. Ich war schon immer für Diversity. Ein Scheiß. Ein fucking Scheiß. Vor allem unnormal manipulativ, dieses. Ich wollte das jetzt mal vor allen feiern und mich mal richtig mit dir freuen, dass du jetzt weniger auf der Hüfte hast. Nein, wolltest du nicht. War wirklich der Ausgang, dass ihr sagt, wow! 97! Wir ändern jetzt deine Karte, jetzt kriegst du viel mehr Jobs. Wär's nicht. Hier kommen wir zu einem Moment. Vor allem die Wahl auch übertriebenst dünn. In dem Thomas Hayo absolut ausrastet. Ein erwachsener Mann, weil ein paar 18-, 19-Jährige eine Pommes zum Mittagessen gegessen haben.
Das ist ein Joke. Viel Spaß. Und du bist 20 Minuten vorm Casting. Du kannst dir denken, wir sind noch vorbei, dass es wahrscheinlich um leicht bekleidete Sachen geht. Und dann ist du dir wirklich 10 Minuten da vorher, haust du dir die Dinger rein. Ich verstehe es einfach. Es war ein super Shooting, aber wenn ich mich daran zurückerinnere, muss ich auch sagen, bestimmt, wie oft habe ich dir gesagt, Marie, zieh den Bauch ein. Marie, der Bauch! Warte mal, warte mal, warte mal. Es war ein super Shooting, hat sie gesagt. Ein super Shooting. Dann ist auch scheißegal, ob sie vorher eine Pommes gegessen hat. Juckt! Who cares? Feier doch jetzt mal mit ihr, dass sie ein super Shooting gemacht hat, Heidi. Scheiß doch auf die verfickte Pommes, juckt doch nicht. Marie, der Bauch. Das Mädchen ist so. Und ich kann mir vorstellen, wenn da einfach gerade nichts Schnelles ist, wo man irgendwie mit Saft wird, dass man sich einfach eine Pommes... Außerdem kann sie auch eine kleine Pommes gegessen haben, hä? What the f- ist doch scheißegal, dann ist sie halt eben... Also, du kannst ja so einen Berg Salat essen oder eine kleine Pommes. Kommt dir aufs selbe raus, wenn du dieselben Kalorien hast. Reinknallt. Und der Fakt, dass das so eine Riesensache und seine Ader schwillt richtig an. Er wird fast zum Hulk da drüben, Alter. Du könntest dir denken, wir sind in Bademode und du knallst dir eine halbe Pommes rein. Digga, Schwimmbad-Pommes ist doch geil. Hä, hey, immer Pommes reinknallen, kurz Sonne legen, halbe Stunde wegen, ne? Halbe Stunde nichts essen, danach schwimmen gehen. Bruder, Beste. Wie Thomas Mayo. Jesus Maria Christus, ich weiß, es waren damals die Zeiten, aber es macht es nicht weniger abgefuckt. Vor allem, wenn man den Kontrast sieht, was jetzt so promoted wird in dieser Scheiß-Sendung. Aber gucken wir uns noch ein paar Videos an. Warum ich also auch bei den Castings irgendwie so falsch rüberkomme. Oftmals liegt es an den Maßen. Ja, also ich glaube schon an meiner Hüfte. Du bist dann unten und nimmst dir dann ein Stück Obst und schiebst dann darunter her direkt noch so einen Riegel mit da rein. Und dann werden Zusammenschnitte gezeigt, wie sie isst. Das Mädchen ist 16. Stellt euch vor, einfach eine erwachsene Frau, zu der ihr aufschaut, sitzt vor euch und sagt so, ihr könnt keine Riegel essen und ihr müsst an eurer Hüfte abnehmen. Hä, die war doch dünn. Die sieht jetzt nicht so dick aus. What the fuck? Sonst kommt ihr bei den Castings falsch rüber. Hart. Ich sage nein. Ich finde, du bist super hübsch vom Gesicht, aber für mich bist du zu dünn. Es tut mir so leid. Also ich mache mir bei ihr Sorgen. Und dann steht in Kommentaren... Also, what the fuck? Sie triggert es so krass damit. Ja, ihr dürft halt nicht essen, ihr dürft halt nicht fett sein, die Zähne. Und so, ja, jetzt bist du mir zu dünn. Also klar ist es gut zu sagen, ey, du bist zu dünn, Mädel, nimm mir ein bisschen zu, weil es, wenn es um die Gesundheit geht, auf jeden Fall. So, ne, ich bin total Fan der Body-Neutrality-Bewegung. Dass man einfach sagt, ja, eure Körper sind mir scheißegal, jeder Body ist halt okay, ist mir Wumpe. Ne, aber wenn es halt um gesundheitliche Sachen geht, gibt es ja klare, besser und schlechtere Sachen. Ne, ist ja gut, dass man sagt dann, ey, du bist zu dünn, Gesundheit fürs gesundheitliche Ding ist, bist du zu dünn, deswegen nimm mal ein bisschen zu. Aber es ist einfach abgefuckt, was sie da droppen, Alter. So, ja, jetzt sagst du, ja, du, also man muss quasi so einen richtig schmalen Grat haben an Body und alles andere ist quasi falsch. Nee, ist es nicht. Momentan so richtige Heidi-Verteidigung und oh, sie macht sich so Sorgen. Sie ist der Grund, warum diese Mädchen, oder nicht die Sendung ist der Grund, warum es Leute gibt, die zu dünn sind. Ihre Sendung ist der Grund, warum Mädchen denken, sie müssen so aussehen. Und nach nicht allzu langer Recherche habe ich sogar eine Studie gefunden und Artikel zu dieser Studie, die Patienten mit Essstörungen wie Bulimie und Magersucht befragt hat und fast ein Drittel davon hat einfach gesagt, diese TV-Show ist entscheidend für die Krankheitsentwicklung. Das ist so krass. Und ein weiteres Drittel der Patienten... Ja, cool, Digga. ...Patientinnen hat gesagt, sie sehen zumindest einen Einfluss. Die magern sich ja die Monate davor... Also zwei Drittel haben mindestens einen Einfluss gesehen von ihrer Krankheit, Magersucht, zu Germany's Next Topmodel. Zwei Drittel von den befragten Leuten. Cool, Digga. Vorab, damit sie so aussehen, weil die ganzen Kommentare gehört haben. Die haben gesehen, wie Mädchen ausgemessen werden auf der Bühne. Wie gesagt, du darfst keinen fucking Riegel essen. Das waren so ein paar Videos, die ich zeigen wollte. Und von dieser Art gibt es wirklich endlos. Wenn ihr euch einmal bei YouTube oder so reinguckt, es gibt so viele solcher Videos. Und so kommen wir jetzt auch zu der großen, großen Diversity-Thematik. Die jetzige Staffel wirbt mit Diversity und boah, diese ganzen Videoclips. Und diese Werbung, wo Heidi dann in der ersten Folge sagt, Scheiße, es lässt mich nicht screenrecorden. Ich versuch's auf meinem Laptop abzuspielen. Es geht nicht. Technik hasst mich. Join hasst mich. Join hört auf mich zu hassen. Anyway, sie sagt basically in den ersten 20 Minuten... Boah, man kann Join nicht screenrecorden, Kyla. Man kann Join leider nicht screenrecorden.
Die checken deine Software. Minuten 4 Millionen Mal das Wort Diversity und dann ist die ganze Zeit so. Also ich freue mich so, dass es endlich klappt. Ich wollte schon immer Diversity. Endlich kann ich das machen. Endlich. Oh, BBB. Es gab nie irgendwas, was darauf hingewiesen hat, dass es zu Diversity kommt. Was es ist, ist, dass die einfach versuchen, nicht gecancelt zu werden. Was mich daran ein bisschen nervt, ist, dass es so dargestellt wird, als wäre GNTM jetzt so dieser Initiator. Wir machen jetzt Diversity. Wir machen den Anfang. Wir zeigen es allen. Nein. Die Menschen haben den Anfang gemacht und haben euch einen fetten Mittelfinger gezeigt und meinten, what the fuck, Alter. Und dann meinten die so, oh, wir kriegen fucking viel Shitstorm. Die Leute hassen uns und unser Konzept. Wir müssen jetzt einfach so tun, als wären wir genau das Gegenteil. Die machen es nur, weil die Show sonst absetzen müssten. Und es ist offensichtlich, dass die bei der Kandidatenauswahl einfach geguckt haben, dass die alle Boxen einmal abgecheckt haben und sagen, am besten so Box eine Asiatin, am besten Box eine Schwarze, am besten Box eine sehr alte, am besten Box eine dickere Frau, am besten Box, ist auch immer eine Veganerin, auch immer gut. Wir sind jetzt unnormal diverse, bla bla bla. Erstens, wie zum Fick soll dieser Wettbewerb funktionieren? Wie soll man bitte die Kompetenzen einer 70-Jährigen mit den Kompetenzen einer 17-Jährigen vergleichen? Meinte ich zum Anfang des Videos. Es ist ja einfach nicht Germany's Next Topmodel. Es ist ja einfach nur, wer gibt uns das beste Image? Wer gibt uns die besten Quoten? Das sind die Kriterien, nach denen jetzt von Folge zu Folge gegangen wird. Das ist das Beispiel hier, wo Amaya gegen Lieselotte rausfliegt, lol, kein Model konnte, sondern Comedy-Preis verloren. Also du warst mit einer der Besten heute auch, hat mir super gut gefallen. Sehr gut. Was ist hier los? Was machst du hier? Bitte mach nicht immer den Clown. Und ich glaube, viele... Ja, cool. Aber warte mal, wer ist das gegen... Ach, ist gegen Lieselotte. Also, Amaya, das ist Amaya. Guck mal, sieht professionell aus. Ne? Also, du warst mit einer der Besten. Sieht gut aus. Und sie fliegt gegen sie raus. Was machst du hier? Ich erinnere mich so ein bisschen an meine Mom, wenn die versucht zu posen. Grüße. Ja, es sieht halt wack aus. Bitte mach nicht immer den Clown. Und sie fliegt gegen sie raus, ja. Ja, gut. Ich glaube, viele Mädchen gehen da immer noch rein mit der Einstellung, ich möchte wirklich Model werden oder ich möchte eigentlich Influencerin werden. Ich glaube, viele wollen auch Influencerin werden, weil sie einfach wissen, es gibt hier Klicks. Außerdem ist dieses ganze Diversity-Ding unnormal behauptet. Es ist null authentisch. Es ist halt gerade, weil die Geschichte von GNTM so unnormal schlimm ist, ist es jetzt so unnormal behauptet. Und ich habe mir einen Artikel durchgelesen, dazu, dass Transgender bei GNTM mitmachen. Und zwar haben sich zwei Trans-Frauen dazu geäußert, dass bei GNTM eben welche angenommen werden, die auch trans sind. Und die eine meinte, es ist egal, dass die Transgender-Frau als Klickquote verwendet wird. Trotzdem ist sie da und repräsentiert und trotzdem wird es dadurch normalisiert. Aber dazu dachte ich mir, als ich mir die erste Folge angesehen habe, es wird so anders mit den Mädchen umgegangen, so allein bei den Begrüßungen. Wenn es praktisch ein Mädchen ist, was der Norm entspricht, wird einfach gesagt, hi, was geht? Cool, dich kennenzulernen, komm rein. Und dann kommen zum Beispiel die raus, die kleiner, größer sind. Wisst ihr, dieser ist eine Trio, wo die zwei Mädchen eher kleiner sind und so eine so 1,90. Und dann ist der erste Satz, ihr wisst ja, ich bin jetzt für Diversity. Wie groß seid ihr? Ja. Ja, okay. Das ist natürlich wack, wenn man mit den Leuten, die nicht der Autonormal-Norm entsprechen, dann anders umgeht. Emotional Damage, ja. Ich möchte jetzt Diverse haben. Und dann ist es so, okay. Es ist ja nicht so, dass... Autonormal-Norm meinte ich gerade mit dem Durchschnitt. Die sind ja immer noch normal, natürlich, klar. Dass ihr versucht es zu normalisieren. Ihr sagt ganz offen direkt, ihr seid hier, weil wir jetzt Diversity wollen. Willkommen. Ihr dürft jetzt auch dabei sein. Was steht da oben? Ihr dürft jetzt unseren Ruf verbessern, bitte, deshalb müssen wir alle 25 Sekunden Diversity sagen, damit die Sache entscheidet. So, ich verstehe, dass sich bestimmt die Mädchen freuen und es immer deren Traum war. Und ich hoffe, die hatten eine mega Zeit dort, hätte mir nur gewünscht, dass man das ganze Thema nicht so ausbeuterisch machen. Auch mal dabei zu sein und so, aber wenn man das Gesamtprojekt betrachtet und wie die es vermarkten, das ist schon, finde ich persönlich, ziemlich eklig. Die andere Transfrau wiederum hatte eine andere Meinung und zwar meinte sie,
dass sie es nicht gut findet, weil sie diese ganze Sendung scheiße findet und sagt, dass alle Frauen einfach komplett miteinander verglichen werden und dass von Transfrauen ein unrealistisches Bild vermittelt wird durch die Frauen, die dort genommen werden. Basically meinte sie, die ganze Format ist Trash und sollte in Müll geworfen werden. Und da bin ich voll bei ihr. Ja, fühle ich. Das Umstyling ist wirklich so dumm, das regt mich so auf. Deswegen habe ich auch in der ersten... Gibt es überhaupt einen Norm oder einen Durchschnitt? Ja, du kannst ja sagen, die durchschnittliche Frau ist XY groß, der durchschnittliche Mann ist XY groß. Klar, also biologische Mann und Frau. Also, das kannst du ja natürlich sagen, klar. Also eine Norm nicht. Eine Norm ist, alles ist irgendwie... Also, alles kann halt normal sein, sag ich jetzt mal. Aber einen Durchschnitt gibt es auf jeden Fall. Aufgehört es zu gucken, bevor dann 4 Millionen andere Argumente dazu kamen. Klar, die Frauen gehen rein und wissen, sie werden umgestylt. Aber es wird im Vornherein gefragt, wie stehst du zum Umstyling? Und dann gibt es Kandidatinnen, die safe sagen, ich find's ganz schlimm, ich habe ganz doll Angst. Bei denen wird extra die krasseste Veränderung gemacht, damit die wie Vollidioten dastehen und einen Heulanfall haben, weil ihre Haare abgeschnitten wurden. Und dann sagen Leute, boah, sie ist so dumm, sie heult voll peinlich, bla bla bla. Aber Leute, wenn euer ganzes Selbstbewusstsein oder euer halbes zumindest auf euren Haaren basiert und ihr denkt, das macht euch aus, was vollkommen legitim ist, jeder hat seine Sachen, bei denen er einfach drauf setzt für sein Selbstbewusstsein. Und dann wird es euch einfach weggenommen. Ihr könntet ausrasten. Also es wird... Ich check's auf jeden Fall, warum man wegen äußerlichen Veränderungen heult so. Wenn jemand sagt zum Beispiel mir, klar, auch sehr drastisch, aber ey, wir müssen dir eine Augenbraue abrasieren, weil so wollen wir dich umstylen. Dann würde ich auch sagen, ja, Dicker, nee. So, selbst bei meinen Haaren würde ich eigentlich mittlerweile sagen, ja, nee, Dicker, ich schneide dir dich ab, ihr Wichser. Ihr lässt meine Haare gefälligst lang, Alter. Es wird insgesamt einfach nur verwendet, um Leute wie Vollidioten und hysterisch und sowas darstellen zu lassen. Und die werden einfach so hart unter Druck gesetzt. Und dann steht da Heidi Klum und sagt, ja, wenn du hier mitmachen willst, dann musst du das machen. Du musst, sonst fliegst du. Sonst fliegst du, kleine Emily. Heidi, die seit 40 Jahren ihren Haarschnitt und ihre Haarfarbe nicht verändert hat. Nein, es wird nicht danach geguckt, einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Meistens geht es einfach nur darum, das Publikum zu schocken und eine krasse Reaktion von dem Model zu kriegen. Ich weiß, ihr liebt das Umstyling. Ich weiß, es ist immer so cool und wir alle lieben eigentlich Umstyling. So, ich liebe Umstylings. Aber wenn das Umstyling consensual ist, wisst ihr? Ich find's... Dann nicht not good. Dann not good auf jeden Fall. Ja, wenn jemand sagt, ey, lass mal bitte meine Haare dran. Ihr könnt die färben, etc. Aber lass die bitte lang. Und dann lassen die nicht lang. Ist ja nicht nett einfach. Nicht schön, Umstyling basierend auf Druck zu sehen in so einem Wettbewerb, das gefällt mir nicht. Es gibt mir nichts, außer... Es gibt ja so Umstyling-Sendungen. Die liebe ich. Aber die Frauen sind bereit für ein Umstyling und sie möchten das. Bei GNTM müssen sie. Sie wissen, sie müssen. Und jeder hofft einfach nur, bitte macht nichts Verrücktes. Bitte macht nichts Verrücktes. Boah, actually würde ich auch mal gerne zu so einer Umstyling-Sendung gehen. Irgendwie so ein Fernsehsender, der sagt, ey, wir machen heute ein Umstyling von DJ, bababa. Auch so komplett neue Klamottenstil. So, stylt mich um. Macht was aus mir. Was ihr denkt, was geil sein könnte. Das fände ich eigentlich cool, wenn man so richtig auf so jemandem helfen möchte oder jemandem denkt, ey, das könnte eine coole Idee sein. Hätte ich auch Bock drauf. Geben sie ihr türkise Haare? Naja, gut, ich mag halt gefärbte Haare, aber sah vorher auch nice aus auf jeden Fall. Sah vorher sehr nice aus. Boah, ja. Aber vorher, nee, die Haare finde ich geiler. Generell, wenn die Haare so ein bisschen wuschelig sind, wenn die so lang hängen und... Ah, finde ich nicer. Also sieht davor besser aus? Ja. Türkis hätte das wirklich sein müssen. Ne. Und nach diesen ganzen Punkten stellt sich mir die große Frage. Brauchen wir GNTM? Ne. Ne. Brauchen wir neben Social Media, TikTok, Facetune, diese ganzen Sachen, die uns schon so unnormal unter Druck setzen, noch eine riesige öffentliche Komponente, die Frauen miteinander vergleicht, sie als Vollidioten dastehen lässt, sie gegenseitig anstachelt und so viele Tränen fließen. So viele Tränen. Ich verstehe, dass die Sendung unterhaltsam ist, aber es gibt so viele unterhaltsame Sendungen. Auch wenn GNTM jetzt versucht, komplett zu rebranden, denke ich einfach, diese Show hat viel zu viele Mädchen unnormal negativ beeinflusst, ihre komplette Psyche zerstört. Ich denke auch.
und eine ganze Generation von Leuten geschaffen, die denken, sie sind nicht gut genug und sie müssen einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen, als dass sie jetzt einfach so easy sagen können, ja, jetzt sind wir anders, jetzt sind wir Diversity. Wir haben so viel Positives auf Social Media wie auf TikTok, Seiten für Body Positivity, Aufklärungsseiten etc., YouTube-Kanäle. GNTM ist einfach, kommt mir so in diese ganzen Debatte so unfassbar überflüssig und auch einfach fehl am Platz vor. Also wirklich so ein schwarzes Schaf jetzt in dieser ganzen Diversity-Debatte, die wirklich sehr viele schöne Seiten und Entwicklungen nimmt. Und ich meine, der einzige Grund, warum die Show noch existiert, ist, weil Leute es gucken und weil Leute es lieben. Leute lieben diesen Scheiß. Ja, ist halt Reality-TV, ne? Also generell ist ja auch kein Wunder, dass RTL halt der bestlaufendste Privatsender in Deutschland ist, ne? Also ZDF und ARD haben auf jeden Fall die meisten Einschaltquoten immer. Aber danach halt kommt RTL, ne? Also RTL hat die als Privatsender die besten Einschaltquoten in Deutschland. Mögen es das zu sehen, aber wären sie selbst gerne in der Hälfte dieser Situation? Nein. Ich wünschte einfach, es gäbe eine andere Show, die ganz anders aufgebaut ist als GNTM. Seien wir ehrlich, GNTM braucht man in der Modelwelt jetzt nicht mehr. Wir haben ist aber ProSieben. Ja, ja, ich meine damit, dass RTL hat sehr viele Reality-TVs. Shows, so, ne? Reality-TV-Show. Und Germany's Next Topmodel ist halt auch eine Reality-TV-Show. Das meine ich damit. Und natürlich läuft sowas halt gut im Fernsehen. Wir haben Social Media, wir haben öffentliche Casting-Aufrufe, man wird über Instagram, TikTok gescoutet. Früher war das so ungreifbar, Model zu werden. Jetzt ist es sehr greifbar. Kann man jemand eine neue Show machen, Leute? Können wir Germany's Next... Wir können eine Show machen, Germany's Next Influencer. Einfach. Why not? Keine Ahnung, denkt euch das aus, mir egal. Ich meine, die Show wird sowieso so lange existieren, wie sich das Leute geben. Und Leute geben es sich. Mhm. Tim, hast du sie schon mal persönlich gesehen? Kyla? Ja. Zweimal habe ich Kyla schon getroffen. Als wir mit Rezo gedreht haben, ja. Aber wenn ich Heidi noch einmal sagen höre, dass sie schon immer Diversity wollte, hau ich meinen Kopf gegen eine Scheibe. Ganz einfach. Anyway, mich würde sehr interessieren, was ihr zu diesem Thema denkt. Könnt ihr auch eine andere Meinung haben. Und ich freue mich auch, eure Meinung zu hören. So, ich sag nicht, dass ich mit allem recht... Imagine, Heidi macht jetzt ein Video zurück gegen Kyla. Ich glaube, ich kann offensichtlich GNTM einfach absolut nicht leiden und finde diese Sendung einfach schrecklich. Wenn sie euch gefällt, schaut euch meine Doku an, eine Naturdoku. Das ist Qualitätsscheiß. Da seht ihr... Gibt es eigentlich Germany's Next Topmodel auch mit Männern? Richtige Kämpfe. Zwischen richtigen Katzen. Nicht die... Video ist vorbei. Meine Zeit ist gekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein paar Punkte nachvollziehen können. Und wenn ihr noch irgendwas von mir hören wollt, insgesamt, dann könnt ihr mich ja abonnieren. Da unten. Checkt gerne mein Insta ab. Ich bin auch ein Supermodel. Ganz, ganz, ganz tolle Fotos. LG. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüssi. Oh, scheiße, ich habe vergessen, wie ich meine eigenen Autos mache. Eigentlich habe ich immer den Deckel. Mein Deckel ist nicht da. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich mache es mit meiner Hand. Tschüss. Dieses trippy Outro-Ding, Digga. Ah. Ey, war ein sehr, sehr gutes Video von Kyla, fand ich. Ich fand's gut verpackt. Ich fand's, ja, einfach schön, auch ihre Meinung so, weil Kyla hat eine sehr starke Meinung. Kyla scheut sich auch nicht, ihre Meinung zu sagen. Ja, ey, sehr gutes Video. Sehr gutes Video, hat mir sehr gefallen, hat mir sehr gemundet. Like für Kyla und